Yo, Freunde des Fußballs, willkommen zurück beim The Rare Bear. Hier dreht sich alles um The Rare. Heute will ich euch einfach mal meine eigene Taktik zeigen, wie ich vorgehe, um Profit aus meinen Spielerkäufen zu ziehen. Es soll jetzt gar nicht darum gehen, welche Spieler ich aufstelle oder sonstiges, sondern wirklich, welche Spieler ich mir aussuche, um Gewinn zu machen, um sie wieder zu verkaufen, wie ich das eben mache. Bevor wir aber anfangen, würde mich mega über ein Abo freuen und außerdem, wenn du neu in The Rare bist, können wir hier mal abchecken, kannst du dich über meinen Link gerne anmelden. Wenn du dich darüber anmeldest, kriegst du eine gratis Limited-Karte geschenkt, wenn du 5 Karten aus der Auktion kaufst. Egal, ob das jetzt rote Karten oder gelbe sind oder blaue. Sie müssen aber aus der Auktion gekauft sein. Wenn ihr da eben 5 Karten gekauft habt, kriegt ihr die 6 dann automatisch von The Rare per Zufall gratis mit dazu. Und bei mir sieht es dann so aus, ich konzentriere mich meistens auf die Ligen, die ich auch wirklich schaue. Klar spiele ich The Rare auch, um Geld damit zu verdienen, aber es ist und bleibt trotzdem mehr oder weniger ein Spiel, das ich zum Großteil auch aus Spaß spielen. So geht es wahrscheinlich vielen von euch. Einfach so ein bisschen dieses Aktien-Thema mit eben dem Spaß am Spiel, mit dem Spaß am Fußball zu verbinden. Deswegen fokussiere ich mich meistens hauptsächlich auf die Bundesliga, aber auch auf die La Liga und teilweise auch auf die russische Liga. Einfach aus dem Grund, dass ich die Ligen auch wirklich verfolge. Sie interessieren mich und ich da auch wirklich an Infos komme, wer jetzt wann spielt und wie es da eben aussieht. Wenn ich das jetzt zum Beispiel in einer der asiatischen Ligen machen würde. Da ist es super schwer, finde ich, an Infos zu kommen. Natürlich kann man auf die Fußballseiten, auf Transfermarkt, auf FotMob gehen und sich anschauen, wer die letzten Spiele gespielt hat, aber wirklich mitbekommen, wer hier ein Coronavirus hat oder wer jetzt einen neuen Torhüter reinstellen will, die nächsten paar Spiele. Das ist super schwer rauszufinden, weil es im Westen einfach nicht so zugänglich ist. Wie gesagt, deswegen konzentriere ich mich persönlich eben auf die 3 Ligen, die ich gerade genannt habe und dann gehe ich meistens her, gehe auf FotMob, gucke mir die Spiele von der Bundesliga zum Beispiel an. Also die gucke ich mir meistens auch live auf Sky an oder in der Sportschau auf ARD im Fernsehen. Und wenn ich da mitbekomme, dass sich ein Spieler verletzt, dann schaue ich immer gerne mal, wer da so als Nachfolger in Frage kommen könnte. Hier ist auch immer so, bei FotMob bin ich jetzt gerade übrigens, seht ihr auch immer so die 11 Spieler, die gespielt haben und deren Note, das könnt ihr auch so ein bisschen erkennen, welche Spieler ja so ein bisschen das Potenzial haben, dauerhaft gut zu spielen. Das ist der große Vorteil von FotMob. Wenn ihr da auch auf eines der Teams klickt, ich nehme jetzt hier mal das Beispiel Bochum, dann seht ihr hier auch immer die 5 nächsten Spiele, was auch wieder so ein kleiner Tipp ist von mir. Wenn ihr euch anschaut, gegen wen die Teams spielen und da eben die nächsten 5 Spiele eher schlechtere Gegner sind, wie bei Bochum jetzt teilweise der Fall. Ich meine, die einzig guten, wirklich guten Teams, momentan in der Liga zumindest, sind hier Hoffenheim und Leverkusen. Heute für das Letzter. Frankfurt schwächelt ja auch gerade, sind auch nur ein Platz oben dran und Gladbach spielt ja auch überhaupt nicht mehr gut, leider momentan. Das heißt, hier ist das Potenzial groß, wenn man sich einen guten Spieler, wenn man hier unten, da sieht man die Top-Rated-Spieler, wenn man sich jetzt zum Beispiel Danilo Suarez holt, ist das Potenzial hoch, dass sein Score auch nochmal steigen wird, also die letzten 5. Und da sind wir schon bei quasi dem größten Punkt meiner Taktik. Wenn ich mir jetzt mal einen Spieler von mir anschaue, ist es meistens so, dass ich mir Spieler wie jetzt zum Beispiel Jakic kaufe, wenn sie gerade schlecht spielen, wenn sie 30er-Werte haben, weil da einfach das Potenzial sehr hoch ist, dass sie irgendwann wieder zurück in ihre Form finden. Natürlich müsst ihr euch mit dem Spieler auseinandersetzen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Jakic sehr gut spielen wird, weil es einfach ein super Mittelfeldspieler ist. Und wenn ihr da überzeugt seid, dann macht es auch nichts, dass er gerade schlechte Scores hat. Man kann ihn schön billig einkaufen und wenn hier jetzt beispielsweise 3x eine 60 drinsteht, 2x eine 50 und der Score hier grün wird, dann steigt automatisch auch der Preis der Karte. Erstens ist die Bundesliga eine mega gehypte Liga und zweitens ist es ganz normal, wenn Spieler in den Last 5 die Punkte, die auf The Rare dann auch angezeigt werden, hochgehen, steigt natürlich auch der Preis, weil die Leute davon ausgehen, dass die Spieler weiter so scoren. Das ist also der erste große Tipp. Holt euch Spieler aus Ligen, die ihr wirklich verfolgt, wo ihr auch wirklich kompetent seid und sagt, ihr habt Ahnung. Und dann holt euch da Spieler, die schlecht performen, aber trotzdem noch Stammspieler sind. Das ist so der erste Tipp, genau. Der zweite Tipp, was halt eben auch immer ganz gut ist, habe ich gerade eben auch angeschnitten. Wenn ihr euch anschaut, Spieler anschaut und merkt, dass ein Spieler verletzt ist. Ich kann als Beispiel, habe ich auch schon mal in einem Video genannt, das ist ein Spieler von mir auch, Patrick Schick nehmen. Der hat sich vor 2 Wochen verletzt an der Wade, hat sich da einen Muskelfaserriss zugezogen. Expected Return steht hier Mitte März. Verletzte Spieler können nicht spielen. Natürlich fallen die im Preis. Wenn ihr euch das mal anschaut, ich habe ihn mir gekauft für 416 Euro oder 0,16 Ethereum. Schauen wir mal, was er jetzt wert ist in Rare.
317 Euro. Das heißt, ich habe 100 Euro Verlust gemacht. Ich habe ihn mir da geholt, als er noch gespielt hat. Während meinem ersten Spiel, während meiner ersten Game Week, hat er sich dann quasi verletzt. Für mich ist das kein Problem. Ich habe andere Stürmer, die ich einsetzen kann. Ich werde ihn natürlich nicht verkaufen. Aber was ich euch damit sagen will, ist, verletzte Spieler sich zu holen, ist auch immer eine richtig einfache Methode, um Geld zu machen. Aber natürlich nur, wenn ihr euch das erlauben könnt, dass die Spieler erstmal ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem wie schwer die Verletzung ist, in eurer Galerie rumfahren, ohne dass sie euch irgendwas bringen. Wenn ihr euch den jetzt holt mit 317 Euro, dann sind die 317 Euro natürlich erstmal weg und bringen euch gar nichts. Natürlich, wenn er dann in 2-3 Wochen wieder spielt und vielleicht auch wieder Tore schießt, was bei Patrick Schick ja sehr wahrscheinlich ist, hat hier auch die letzten 2 Spiele, wo er gespielt hat, ein Tor gemacht, dann sieht es so aus, dass sein Preis auf jeden Fall wieder steigen wird und dann habt ihr da easy profit mitgemacht. Es ist natürlich viel Geld, was wahrscheinlich die meisten von euch nicht so rumliegen haben für Spieler, die ihr dann auch nicht in der Game Week einsetzen könnt. Aber das wäre so mein zweiter Tipp. Das verfolge ich auch selber. Ich kann euch auch noch ein anderes Beispiel zeigen. Bei mir, da habe ich mir Ezequiel Ponce geholt. Der war sehr günstig damals, vor 3 Monaten. Der hatte sich einen Meniskusriss zugezogen gehabt und war quasi kurz vor seinem Return, habe ich ihn mir geholt. Es stand auf transfermarkt.de, das ist auch noch eine Webseite, wo ihr nachgucken könnt. Und auf FODMOB stand quasi, dass der Spieler Mitte Dezember zurückkommt. Hat er bei Spartak Moskau gespielt, das heißt, da war Winterpause. Mittlerweile spielt er bei Elche und hat jetzt auch die ersten 2 Spiele gespielt. Und auch bei ihm ist es so, dass er fast 100 Euro mehr wert ist. Das ist auch wieder einfacher Gewinn und ich konnte es mir erlauben, weil ich genug andere Spieler hier zur Verfügung hatte. Das heißt, das ist eben auch ein guter Tipp. Und der letzte Teil meiner Taktik beschränkt sich dann eher auf die Winterpause, beziehungsweise einfach, wenn eine Spielpause ist in der Liga. Da ist immer das Potenzial ziemlich groß, gute Schnäppchen zu machen. Nicht alleine, weil der Preis natürlich fällt, wenn die Spieler nicht spielen, wie bei mir hier. Sieht man, die MLS-Spieler, die ich eingekauft habe, sind sehr günstig. Aber wenn man das auch richtig macht, kann man sich dort Spieler einkaufen, von denen man sicher weiß, dass sie Stamm spielen werden. Bei mir war das zum Beispiel bei Benji Michel der Fall. Vor der Saison, vor der MLS-Saison, war er noch so ein In-and-Out-Spieler, sage ich mal, der alle 2-3 Wochen mal in der Startaufstellung stand und sonst eher in der Rotation war. Ich wusste aber, dass viele Angreifer den Verein, also Orlando FC, gewechselt haben. Da kann ich euch dann den Tipp geben, Twitter zu verwenden. Gerade bei Ligen, die man in Deutschland nicht so gut verfolgen kann, wie die russische Liga oder eben die MLS. Wenn ich hier jetzt Orlando FC eingebe, dann, das ist nicht der richtige, hab sie aber gefollowt. Ja, genau. Da kann man dann bei den Testspielen vor allem, die sind auf den deutschen Seiten nicht so gut hinterlegt, sieht man dann, wer spielt. Die geben da immer gute Updates, geben auch Insights von ihren Trainings und man kriegt da schon so ein Gespür, wer bei denen wirklich Stamm spielen wird. Wenn man das aufmerksam verfolgt, kann man sich auf jeden Fall auch noch wirklich gute Schnäppchen holen. Wie gesagt, bei mir war das jetzt das prominenteste Beispiel Benji Michel, der ist jetzt fast 300 Euro mehr wert als den Einkaufspreis, den ich getätigt habe. Das gleiche aber auch bei Julio Cascante. Er hat bei einem schlechten Team gespielt, vermeintlich schlechtes Team, letzte Saison haben sie einfach nicht gut performt und da war man sich dann nicht mal sicher, ob er wirklich spielt. Dann habe ich mir eben in der Preseason auf Twitter das Ganze angeschaut, habe gesehen, er spielt auf jeden Fall. Hab mir auch gedacht, Austin wird vielleicht gut performen. Im ersten Spiel hat er jetzt auch direkt 74 Punkte gemacht und hat dadurch auch deutlich an Preis gewonnen. Auch bei ihm ist so, dass ich über 100 Euro Profit gemacht habe. Ja, dann natürlich gibt es auch Spieler U23 berechtigt, in die man Long-Term investieren kann. Aber dazu kommt, glaube ich, mal ein separates Video, will ich einfach mal sagen. Aber jetzt habt ihr so ein bisschen meine Taktik, wie ich vorgehe. Wie gesagt, vor allem antizyklisch ist sehr gut, bei Verletzungen zuschlagen. Und eben, was ich am Anfang gesagt habe, was auch sehr gut ist, in Ligen, wo ihr euch wirklich auskennt, in Spieler investieren, die gerade so ein bisschen in einem Formloch sind, wo ihr euch aber sicher seid, dass sie wieder zurückkommen werden. Ich packe euch jetzt in die Endcard noch 2 andere Videos von mir. Ich hoffe, wir hören uns gleich wieder. Ansonsten bis zum nächsten Mal.